Hallo liebe Zuschauer, ja, dieser Tage habe ich ja die Abdeckung von meinem Reserverad zum Lackieren abgegeben und gestern hat er schon angerufen, es wäre fertig und da fahren wir jetzt mal hin und holen es ab. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ja, hier ist die Lackiererei und wow, das sieht ja schon geil aus. Das sind himmelweite Unterschiede. Leute, kauft euch in Thailand keine Sprühdosen, was ich schon mal am Anfang des Filmes gesagt habe. Nach einem halben Jahr, die Sonne macht das alles kaputt und die Jungs, die machen das für einen super Job. Ah, hier ist ja die Abdeckung. Oh Mike, das sieht geil aus. Schaut euch das mal an. Da fehlt jetzt nur noch was. Der Adler muss da noch drauf. Guck, super. Sehe ich mal. Erstmal einen von den Jungs holen. Und dann müssen wir ja bezahlen. Ja, die Abdeckung, die hat man hier überall. Entweder mit einer Folie oder so ein Hardtop. Damit die Reifen nicht immer der Sonne ausgesetzt werden. Natürlich sind die Reifen, die man natürlich drauf hat, auch der Sonne ausgesetzt. So, einmal. Oh, das ist falsch. Das war falsch. Das habe ich jetzt gerade falsch montiert. Hier sind nämlich oben Löcher drin. Und die müssen nach unten, wenn es nämlich regnet, damit das Wasser da ablaufen kann nach unten hin. So, jetzt sind die unten. Jetzt kommt der Kollege da schon mit dem Schild. Okay. Ja, perfekt, perfekt. Also, um nichts zu vergleichen mit dem, was ich mit den Sprühpistolen gemacht habe. Ja, und das sieht natürlich auch schöner aus, wenn man so eine Abdeckung hat. Jetzt müssen wir das natürlich gerade haben. So. Das sieht doch toll aus. Gut, good job. Ja, und das war jetzt für 1200 Baht. Okay, das gebe ich gerne ab. So, und jetzt sieht das genauso aus wie die Felgen. Ja, die sind jetzt ein bisschen schmutzig. Die habe ich ja auch lackieren lassen. Da war ja das komplette Programm auch mit dem Lack reinigen. Die Felgen, die ganze alte Farbe ist runtergekommen, auch hier. Da war einiges an Farbe drauf und haben die alles runtergeholt. Und das ist jetzt für 1200 Baht. So, und gute Arbeit bezahlt man ja gerne. Kap und Kap. Kap. Ja. Kap. Was jetzt noch hier fehlt, ist der Adler. So sieht es fertig aus. Also wenn ihr dieses Fahrzeug mal vor euch habt, mit dem Adler, das bin ich. Ja, ich hatte da eben einen Anruf bekommen, dass jetzt die Großfamilie alles aufgeräumt hat. Und da habe ich denen ja versprochen, wenn sie das wegbringen zum Wertstoffhandel, dann bekommen sie dann auch Geld. So, regnet natürlich wieder. Die Voraussichten für die nächsten Wochen sind auch schlecht. Haben wir heute gehört, dass nur Regen kommt. So, hier wieder große Pfützen. Ja, zumindest eine große Grundreinigung soll erfolgen hier. Das sind Dinge, die nicht mächtig sind, die zu groß sind. Und da helfe ich denen. Der Haufen ist schon weg. Jetzt bin ich natürlich verwundert. Jetzt sieht irgendwie leer aus. Ah, da ist auch die Folie. Seht ihr? Die wird also genutzt. Da haben wir also vier Folien
von gekauft. Sabadikap. Hier hat auch der Papa die ganze Holzkohle gebunkert. Was ich jetzt noch machen wollte, dass der Don hier noch Regenrinnen anbringt, damit wirklich nicht der ganze Regen vom großen Dach jetzt nach hier kommt. Jetzt sehen wir mal gucken, ob das da hinten sauber ist. Hallo, ich bin überrascht, hier ist nichts mehr. Hier hinten haben sie kräftig verbrannt, das ist auch weg. Ja, was jetzt noch gemacht werden muss, ich sehe gerade die Eckpfosten, die haben natürlich jetzt über die Spannung gelitten und sind dann eingeknickt, dass wir da jetzt einen Flock noch reinbringen. Wir haben noch zu Hause von den Stangen, dass das gemacht wird. Aber hier sind die Duggies jetzt alle drin. Übrigens, das sind keine Gänse. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Gänse, das sind also Enten. Und ich habe ja zuletzt noch Geld gegeben, um noch zusätzliche Enten zu kaufen, die auch Eier legen. Und nach Aussage von der Mutter kann sie damit 5 Baht jeweils pro Ei kassieren. Aber da ist noch ein Huhn in der Küche. Das darf nicht sein. Pity, can you speak with the mom? No chicken, no ducks in the kitchen. Ich höre gerade, das Huhn war also schon drin. Da müssen die Federn gestutzt werden, damit er nicht mehr fliegen kann. Oder die. Da draußen ist auch noch ein Huhn. They have to cut the wings with a sizzle. I know from my grandpa, he makes this also. And then they cannot fly. Ja, sie hat gerade gefragt, ob sie nicht solche Eisenstangen haben kann, diese Profilrohre, da die Hühner mit den Enten nicht zusammenkommen sollen. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber von dem Netz haben sie noch genug. Es ist natürlich jetzt nur mit dem Regen, alles ist so nass und man hat also keinen Spaß daran, draußen was zu machen. Aber wir müssen hier noch was machen, dass die Eckpfosten abgestützt werden. Ja, dann gucken wir also, dass die Hühner mit den Enten getrennt sind. Das können wir ja auch innen drin. Ja, die Aufgabe ist jetzt noch, mehrere Stangen zu besorgen. Die wollen also den Innenbereich hier mit den Enten nochmal unterteilen, wo die Enten die Eier legen, die sind für sich separat. Und dann hier ein Bereich, wo die Hühner hinkommen. Und das Geld habe ich noch. Das ist nicht so viel. Aber heute geht es nicht. Ich habe heute einen wichtigen Anruf mit dem Fernsehsender, wie es jetzt weitergeht. Und dafür muss ich heute Nachmittag also auch zu Hause sein. Aber morgen werde ich dann die Stangen bestellen. Und vielleicht kann ich ihn auch schon abholen. So, wir gehen jetzt nach Hause, we go home, because it's wet, it's not nice. Okay, tschüss.